Kämpfer von Shinra weist uns den Weg. Achte auf die Zeichen an den Wänden. Clever? Er meint Stan. Die Schnauze des Köters zeigt in Richtung von Reaktor 5. Und achtet auf die Signale. Nur Streckenabschnitte mit blauen Lichtern sind sicher. Bringen wir es hinter uns. Okay. Los geht's. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Der Zeichen. Stan hat den richtigen Riecher. Die Schnauze von Stan zeigt in die Richtung, in die wir müssen. Wir folgen einfach den Zeichen. Deine Welt ist beneidenswert simpel. Gefällt sie dir? Du bist herzlich willkommen. Ich denke drüber nach. Widerlicher Schleimwanzen! Da geht noch was.
nur kein Über. Gut. Mein Einsatz. Der Feind ist gewonnen. Keine große Sache. Kriegen immer wir diese dämlichen Jobs aufgebrummt. Aber echt, die Viecher sind eh bald zurück. Doch alles keinen Sinn. Lagerbesprechung. Lasst uns
Ganz in der Nähe von uns befindet sich ein Bahndepot. Da wollen wir hin. Und dann? Gibt's einen Geheimgang. Bericht von der Analytik. Wir haben jetzt genug Kampfdaten zu Aveler. Wie oft muss ich das denn noch sagen? Statusberichte interessieren mich nicht. Aber, Sir... Hast du etwa den Krieg gegen Wutai vergessen? Der Ruf der Firma kann leiden, wenn wir unsere Gegner nicht ernst nehmen. Der Feind muss ausgerottet werden, und zwar mit Stumpf und Stiel. So und nicht anders geht der Shinra-Konzern vor. Kapiert? Aber... Ach so. Der feine Herr hat diesen Job hier wohl nicht nötig. Und will, dass ich ihn mitsamt seinen Kameraden auf die Straße setze. Ja. Oh. Wir werden sofort den Testroboter in Abschnitt E aktivieren. An die Arbeit! Der Direktor wird meine überaus loyalen Dienste sicher zu schätzen wissen. Ja! So ein Köter. Wir sind also noch auf dem richtigen Weg.
Schon erledigt. Du kannst Stamp echt nicht leiden, was, Barrett? Der Kleine kann nichts dafür. Aber ich kann es nicht ausstehen, dass sie das Ding so glorifizieren. Als Inbegriff der Loyalität sozusagen. Der arme Stamp. Das erinnert mich an ein Buch von Marine. Mit einem riesigen Klappe wird das nicht enden. Wohin man auch geht, nichts als Wände. Einfach zerstören. Du redest ja schon wie Barrett. Ich nehm's zurück. Bornierter Lackerfels. Der Weg wird schwerer bewacht, als ich gedacht habe. Scheint ein ganzes Nest hier zu sein. Werden wir wohl ausräuchern müssen. Geheimgang erreicht. Plan E läuft wie am Schnürchen, was? Oder ist unser Herr Soldat anderer Meinung? Der Plan stammt von Bix, oder? Mit Beteiligung von mir. Dann sind wir besser vorsichtig. Was willst du damit sagen? Ich dachte, dieser Abschnitt liegt still. Dachte ich auch. Yeah.
Sonst kommt ihr ganz sicher nicht vorbei! Geht lieber auf! Ich bin bereit. Es ist auf. Der Fass ist geschwächt. Das wird so nichts. Kann ich schaffen. Vielleicht hier? Entdeckung! Das stand nicht im Plan! Verzieh den Schrott auf! Zielt auf die Beine! Wir stürzen ihn! Cloud! Er zielt auf dich! Ich lenke ihn auf mich! Greift ihn an!
Jetzt? Ein Systemfehler. Zerstören wir die Panzerung, dann ist er schutzlos. Das ist die Grenze. Hier etwa. Weg von den Schienen! Er jagt Strom durch die Schienen. Bericht von der Analytik. Es kam beim Kampf zu Störfrequenzen. Und dann ist die Übertragung plötzlich abgebrochen. Was für Störfrequenzen? Gestört haben höchstens eure unfähigen Finger auf dem Schaltpult. Sir, das Analysemodul hat einwandfrei funktioniert. Es kann höchstens sein, dass unser Versuchsobjekt stärker war als angenommen. Diese unruhe Stifter. Die Kameras in Abschnitt E sind ausgefallen. Der Direktor. Ja. Ja. Kein Grund zur Besorgnis. Gewiss nicht. Die Ergebnisse werden uns sogar sehr nützen. Ja, selbstverständlich, Herr Direktor. Wir wissen, wohin diese Ratten wollen. Wenn es nicht an eurem Unvermögen lag, dann liefert mir den Grund für diese Störfrequenzen. Denn wenn ihr das nicht schafft, schicke ich euch als Versuchsobjekte selbst an die Front. Sir. Jetzt guckt doch nicht so. Ich bin doch im Grunde genommen ganz freundlich. Zu Leuten, die mir nützen. Der Gang ist hinter dem Container. Zieht die Bäuche ein. Mann, ist das eng. Geht's, Barrett? Musstet ihr euch in Reaktor 1 auch mit so großen Kampfmaschinen rumschlagen? Ja, eine sah aus wie ein Skorpion. Das Ding gerade. Womit könnte man das vergleichen? Ja, gute Frage. Ist doch... völlig egal.